Moin Moin, liebe Zuschauer, 35. Episode, das ist die Anzahl. Wir haben heute zwei Spiele in der Bundesliga, wo ich finde, dass wir eigentlich ganz gute Chancen haben. Ne? Und sagen wir mal so, 3-4 Punkte wären ganz geil. Ja, wo man die Cloud in Steam sieht, das ist eine gute Frage. MVP, ich habe wirklich noch nie mit der Cloud gearbeitet. Vielleicht weiß das jemand hier im Chat, aber am besten einfach mal googeln. Steam Cloud finden oder so. So. Ja, aber Malon, die haben ja die eine Minute Zeit. Dann muss man denen auch diese Minute geben. Der Luca Fiber beginnt. Dann ist Nani. Kevin Gordon wieder da zum Glück. Leider natürlich unser Doppeltorschütze Abu Bakr verletzt. Dafür Julian Schwermann als Box-to-Box. Mal gucken, wie er sich so machen wird. Ja, haben wir doch. Ach nee, eigentlich ist doch Juarez unser Box-to-Box, ne? Und Schwermann soll die Position des Misalas lernen. Meine Güte, ich vergesse das die ganze Zeit. So. Ja, das sind teilweise Bugs, Marlon, vom Football Manager. Wir haben es eigentlich so eingestellt, dass sie nicht mehr Zeit kriegen sollten. Das sind einfach nur Fehler. Teilweise mit der Verbindung von denen und so weiter. Deswegen haben wir ja auch 3-4 Mods immer, die während des Spiels immer versuchen zu gucken, ob dann Leute vielleicht unendlich viel Zeit haben. Und wenn das der Fall ist, versuchen wir die natürlich in den Urlaub zu schicken und so weiter. Das sieht man teilweise nicht sofort, klar. Vielleicht nehmen wir noch einen Mod für den Multiplayer dazu, aber wir versuchen dann natürlich unser Bestes. Ja, du hast ein Huawei Fleisch hier, okay. 11 Meter, Handspiel. Ui, Sven Jablonski unterbricht die Partie und sagt jetzt hoffentlich 11 Meter. 11 Meter wurde gegeben. Tapia schießt. Und macht ihn in die Mitte. Sehr gut. So muss das sein. Natürlich sehr riskant. Ich bin kein Fan, dass man 11 Meter in die Mitte schießt. Wirklich. Aber 7er Schüsse, das sieht geil aus. Wir sind ein Platz hinter den Bayern. Ne? Wir sind genauso gut wie die Bayern, kann man sagen. Pfeiffer kommt fast zum Nachschuss. Anastasio ist verletzt. Ja, Prellung. Danach haben wir noch ein Spiel, glaube ich, in Mainz. Und danach sind zwei Wochen Länderspielpause. Also, Attitude. Niemand sehr einfach vorbei. Komm, neue Mann angreifen. 11 Meter. Nicht dein Ernst. Das ist wirklich. Da kriege ich Segelohren. Wie Pirlo. Schön lupfen den 11 Meter. Aber das finde ich dann auch immer. Weil das hat, glaube ich, auch Ribéry hin und wieder gemacht, ne? Aber so schön in die Mitte. Oder Aubameyang weiß es auch noch. Nein! Aber was für eine Parade von Kretschmer. Wie hat er den denn gehalten? Das war Weltklasse, oder? Ja, und dass danach so ein Nachschuss kommt, aber das war geil gehalten. Nur wenn du so lupfst und er geht rein, dann sagen alle Weltklasse, aber wenn du ihn so lupfst und der Keeper merkt das oder weiß das, dann bist du eine kleine Lachnummer. Dann sieht das wirklich lächerlich aus. So, Bissoli. Hä, warum sind wir bei Bielefeld? Nee. Plattenhart. Auf den muss man aufpassen, der kann gut schießen. So, tun wir mal Acosta rein. Gordon. Luca Pfeiffer. Dann bist du der Böse. Ja, das stimmt. Ist halt so, ne? Wenn du gut geschossen hast und der Keeper hält ihn, dann ist das halt so. Aber... Gauden und Pfeifferinski. Das ist halt so eine Waffe. Deswegen, es stört mich gar nicht, dass Pfeiffer jetzt rein von den Fähigkeiten der nicht der allerkrasseste ist, aber der hat halt diese Fähigkeit. Seine Körpergröße. Gut, ich wollte gerade wechseln, aber...
Ein Highlight hat was dagegen. Acosta, Bisoli. Schick Pfeiffer, komm. Oder Schwermann, viel Platz für Stauder. Jetzt in die Mitte. Jetzt in die Mitte. Wenn sie aber ins Zentrum tun. Guck wieder Dante Rigo. Boah, wie platt meine Jungs sind. Komm, 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 komm. Und Heimsieg. 4 Punkte nach 2 Spielen. Geil. Und die Art und Weise, wie gut wir hier waren, macht mir Hoffnung. Die macht mir sehr, sehr große Hoffnung. Die macht Hoffnung, dass wir es hoffentlich vielleicht sogar leicht haben werden im Abstiegskampf. Einigermaßen leicht. Man of the Match, der Kevin. Auch einer, der von der dritten bis in die ersten aufgestiegen ist, praktisch, ne? Aber der ist halt auch einfach sehr gut. Der hat nun mal auch die Qualitäten. Ja, wie sieht's bei denen aus? Bis zu 2 Wochen, natürlich noch länger. Ja, alle 3 werden noch fehlen. Fernando und Abu kommen dann nach der Länderspielpause wieder zurück. Ich mache erstmal verfügbar für die 2. Mannschaft, aber du wirst wahrscheinlich eh nicht spielen, weil die 2. Mannschaft nicht spielt irgendwie. Vielleicht ja mal jetzt. Wäre schön. U19, U19. Schade. Das Transferfenster schließt, aber wir haben kein Geld und ich denke, wir sind erstmal gut aufgestellt. Wir haben ja jetzt schon 4 Punkte nach 2 Spielen. Bis zur Winterpause lassen wir die 11 erstmal so. Geben auch natürlich niemanden ab. Warum sollten wir auch? So, während wir hier jetzt hier warten, es dauert immer ein bisschen mit dem Deadline Day. Dann gehe ich mal ganz kurz weg, bin gleich wieder da.
Da bin ich wieder. Ob man die Aufstellung der zweiten Mannschaft selbst bestimmen kann, müsste man eigentlich, ja. Ich glaube, wenn du keinen Trainer hast, dann kannst du das selbst machen. Oder ich glaube, ja, bei den Mitarbeiteraufgaben kannst du das irgendwo einstellen. Wo genau macht man das denn? Ich weiß nicht, wo, aber ich weiß, dass man es machen kann. Ich habe es ja auch schon häufiger mal gemacht. Viel früher. Boah, das sieht auch gut aus. Aber ist ja teuer. Okay, keiner ist gegangen. Das ist das Wichtigste. Also es gab nicht mal ein Angebot. Da bin ich schon fast enttäuscht. Außer für Stefan Riffesser. Aber das war jetzt nicht unbedingt. Ist kein Riesenspieler von uns. Sekou Keita. Kennt man natürlich. Acosta ist unzufrieden. Weil ich ihm nicht so viel Geld gebe, wie der haben möchte. Tut mir leid, mein Guter. Fernando kann zumindest auf die Bank. So, wie wollen wir spielen? Ich habe mir hier Kekse geholt. Um einen sieht aus wie Hufeisen. Ich habe jetzt Glück. Ja, Moment, sieht man's? Marlon, mittlerweile ist Nürnberg wieder besetzt. Es ist nur noch mappenfrei gerade. Aber ja, wenn du mit den Mods redest und die sagen, ja, kannst du an sich wieder mitmachen, klar. Schmeckt nicht so gut, aber so, keine Sorge, ich werde jetzt nicht ganz hier essen. Boah, sehr trocken. Wo ist mein Glas? Nee. Oh, ich habe wirklich mein Glas da hinten liegen lassen. Dann verdurst ich halt. Der Trainer von Mainz heißt Mikel. Ah, das war Brekalo. Nicht gut verteidigt, auch von Neumann. Schon wieder ein früher Gegentreffer. Das ist blöd, wenn man immer so früh Tore kassiert, ne? Man rennt immer zu sehr hinterher. Außer es kommt direkt ein Ausgleich, dann ist natürlich auch wieder gut. Anastasio mit einem toll gesehen, tolles Zuspiel auf Tapia. Natürlich Fehler durch Grabara. Das ist, glaube ich, Kamil Grabara, ein polnischer Keeper. Aber natürlich nehme ich das sehr gerne mit. Super Übersicht. Wow. Warum immer der Gegner? Übersicht 9. Ich finde, konnte man jetzt nicht unbedingt sehen, dass es nur 9 sind. Aber Lob. Lob, Lob, Lob. Mainz gerade 18. Nur einem Punktchen. Aber heißt ja nichts nach 3 Spieltagen, ne? Nach nicht mal 3 Spieltagen. Sehr gut, Goden. 2-1, wie führend. Ja, Mann. Wir machen, wie gesagt, in Nürnberg. Ach, ich sag grad, das wäre eine neue Nachricht. Ich guck grad nochmal auf dieselbe Nachricht antworten von Marlon. Bin sehr schlau. Geiler Schuss, oder? War der noch ein bisschen abgefällt von Stark? Wem auch sei. 7 Punkte, Leute. Aaron Martin.
Aaron Martin in die Mitte auf Moffi. Viele Chancen auf beiden Seiten. Aber trotzdem wieder ein Übergewicht für uns. Zu unseren Gunsten. Das ist gut. Pfeiffer ist schon platt. Was geht? What's up? Spielado. Moin. Mir geht's supi. Und dir? Ich habe gesehen, du warst auch einer von denen, die bei Armin am Montag da so richtig eskaliert sind, ne? Gordon. 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 Bissoli! Den hat er geil direkt genommen. Was für eine Bude von Bissoli. Also wir machen auch gute, ne? Zack. Hast du nicht auch einen Sub gegiftet oder so? Ey, das ist die dritte Saison. Hab direkt den Durchmarsch. Ein Jahr dritte Liga, ein Jahr zweite Liga und jetzt direkt in der Bundesliga. Oh, Koffi, in der Moffi. Koffi Moffi. Du nach links und wo ist er? Rigor. Ja, Bissoli wird immer eine bessere Alternative, ne? Gordon Sepplatt. Den würde ich, glaube ich, gleich auch runternehmen. Ja, jetzt 20 Minuten vor Schluss. Aber der hat eine 7,9. Da würde ich es nicht runternehmen. Doch. So einen frischen, jungen Burschen, der immer alles gibt und immer gute Leistung abliefert. Macht Sinn. Kommt, Leute, wir hätten 7 Punkte direkt. Das wäre geil. 4 Minuten noch. Wir haben den Ball noch 8 Sekunden. Rigo auf Bissoli, den hat Grammara. Abpfeifen. Kretschmer. Und Anton Stach, glaube ich, war das. Wir gewinnen. 7 Punkte. 7 Punkte. Mhm. Oh, ist das gut. Echt das gut, ne? Da kann man doch mal richtig aufatmen. Jetzt schon sportlich ein bisschen. Also 20 Punkte Hinrunde, 20 Punkte Rückrunde. Und wir sind mehr als gerettet. Geil. In Wolfsburg, also bei dem Top-Team, einen Punkt geholt und jetzt gegen zwei Konkurrenten, die bestimmt unten mitspielen werden, bis zum Ende auch. 2 Siege geholt. Das ist natürlich geil. Schwermann hat es auch super gemacht, also Box-to-Box. Bursche mit einer 7,3. Ach, ich werde das hier nicht mal sortieren. Das wird eh immer schön bunt durchgemischt, ne? Testspieler mache ich, glaube ich, eher weniger. Du wirst für die U19 spielen. Ja, Nigel Thomas. Ich würde ungern ein Testspiel machen, sagen wir so. Deswegen gehen wir mal. Eins kann man machen, okay. Eins können wir machen. Aber für euch, meine lieben YouTube-Zuschauer, war es das. Wir sehen uns morgen wieder um 11 Uhr direkt mit der Partie gegen Köln. Und dann die nächste Partie, denke ich, auch auswärts in Berlin beim Big City Club. Das hören, glaube ich, die Berliner Fans nicht mehr gerne, diesen Spruch. Macht's gut.